Hallo, grüß euch alle miteinander zu einer neuen Folge von Krypto TV. Heute wird es sehr spannend, denn ich habe mich mit zwei Freunden den Welt Cleanup Day gewidmet. Der hat am 15. September 2018 einfach weltweit stattgefunden. Dazu haben sie alle, die sich dazu berufen fühlten, sich ein Herz einfach genommen, sind in die Natur gegangen oder auch in die Städte, wo sie wohnen. Und haben einmal einfach den Müll eingesammelt. Also einfach einmal den Straßenkehrern der Müllabfuhr mal unter die Arme gegriffen und generell einfach mal was Gutes für unseren Planeten zu machen. Ich zeige euch dazu gleich einfach mal, wie ich dazu gekommen bin. Wie bin ich darauf hingewiesen worden? Das war über Facebook. Wie ihr seht, da mach mit beim World Cleanup Day am 15. September in Salzburg. Das wurde also nicht nur über Facebook ausgeschrieben, aber ich bin über Facebook darauf aufmerksam geworden und habe mich dann liebend gerne mit zwei lieben Freunden daran beteiligt. In der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren, habe ich selbst schon öfters im Wald so eine Reinigungstour gemacht, verbunden mit einer netten Wanderung und nebenbei einfach mir halt den Müll eingesammelt. Und dazu habe ich so einen schönen Live-Mitschnitt gemacht, wo es uns alle mit uns jetzt mitwandern könnt. Doch gleich eines vorab weg, ja. Denk mal auf, so mit meinem großkopferten Schädel, also schon recht viel weiß, aber selbst da habe ich wieder sehr, sehr viel dazugelernt. Was habe ich dazugelernt? Zum Beispiel, dass man nicht wirklich alles aufheben darf, was man so im Wald vorfindet. Wir haben uns zum Truppenübungsplatz in die Salachau begeben und wollten einfach mal die Mülltorten einsammeln, weil das ein schönes Naturschutzgebiet ist mit wunderbaren Teichen und Seen. Und dabei sind uns halt unweigerlich dann auch Patronenhülsen untergekommen, die dort verschossen werden, aber leider nicht eingesammelt. Und wir haben unser Herz gefasst, haben die eingesammelt, sind zu einem Recyclinghof gegangen und dann sind wir darauf hingewiesen worden, dass wir den Problemstoff Munitionhülsen abgeschossen verbrauchte. Der Recyclinghof nichts damit anfangen kann und darf, sondern wir müssen es bei der Polizei abgeben. Das haben wir dann gemacht und dazu werde ich es dann im Laufe des Filmes, jetzt will ich nicht gar so viel erzählen, weil das ist dann eh alles selbstklärend, wenn noch der hauptsächliche Filmteil anfängt, aber gleich einmal eins vorweg, so Problemstoffe wie alte Munition und so, nehmt das nicht mit, so wie es wir unwissenderweise gemacht haben, sondern wendet euch da an der Polizei und ruft es dann an. Die kommen dann vor Ort und holen die Problemstoffe selber ab. Aber das wird es dann eh im Laufe des Interviews wunderbar mitbekommen. Dazu, lange Rede, kurzer Sinn. Schaut jetzt einfach mit uns mit mir und meinen zwei Freunden und ab in die Salachau. Na dann, bis gleich. Hallo, grüß euch bei einer neuen Folge von Krypto TV. Heute, wie gesagt, sind wir in der Natur, oder sind wir so halbwegs in der Natur. Wir sind in einem Truppenübungsgelände. Und warum? Nun, am 15. September, da hatten wir den World Cleanup Day. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, an diesem Tag schon den Müll zu sammeln. Das bedeutet, dass weltweit sich die Menschen zusammengefunden haben, sich in Wäldern oder sonst wo spaziert sein und den Müll, was die Menschen so wegschmeißen, einfach einzusammeln, ja, weil einfach zu viel schon weggeworfen wird. Man sieht ja, wie verschmutzt die Welt ist. Am 15. September hatte ich leider noch keine Zeit, darum machen wir jetzt das Video verspätet. Wir hatten am 15. September eine Einladung zu den demokratischen Nahrungsmitteln. Das konnte man weniger verschieben. Und darum sind wir heute hier. Was heißt's? Wir sammeln Müll ein. Wir haben uns heute da den Truppenübungsgelände ausgesucht, weil da sehr sicher Problemstoffe eventuell rumliegen könnten. Die sehen wir dann sicher auf den Weg. Und dazu haben wir uns einige Sachen eingepackt. Schauen wir einfach mal nach. Gehen wir mal in den Kühlschrank, sage ich, in den Rucksack. Schauen wir mal in den Rucksack nach, was ich mitgenommen habe. Wie seht ihr, wir brauchen ein paar gute Handschuhe.
Das wisst ihr, wenn man Scherben anflankt oder rostige Sachen, dass man sie nicht schneidet. Ja. Zur Not haben wir noch ein paar Einweghandschuhe dabei. Obwohl ich halt zwar nicht so viel, aber ich habe es halt nur daheim. Man kann eigentlich mit solchen Handschuhen mehr erreichen. Das ist eigentlich wieder Müll, was man dann produziert. Ja. Nur dazu Plastik, was ich überhaupt nicht mag. Aber was sei es drum. Eine Schere, man weiß ja nicht, für was man es brauchen kann. Messer habe ich auch noch mit. Da. Und ansonsten, was braucht sonst noch? Eigentlich nur einen großen Müllsack. Den werde ich mir dann an den Gürtel dran binden, sodass ich nicht in der Hand halten muss. Und okay, jetzt würde ich einfach mal sagen, schauen wir rein. Und wenn wir uns dann wieder was Interessantes finden, dann sind wir wieder gleich bei euch dabei. Bis dann gleich. Also wir nehmen alles mit, oder? Ja. Das, was wir unnütz finden, oder? Was nicht in die Natur gehört. Ja. So. Als Fußbeschützer. Roman, du sagst, das habe ich nicht so alter Mann. Und, was willst du jetzt darauf hin? Ja, ich glaube, so alt bist du gar nicht. Ja, jung bin ich auch nicht mehr. Ja, du bist 40, oder? 44. Aha, da haben wir anscheinend Fischerschnur, oder? Nein. Ah nein, das ist die grüne Bastschnur. Können sie auch die Tiere verfangen und sie erwürgen oder was auch immer abstrangulieren. Also es ist nie eine gute Idee, solche Schnüre rumliegen zu lassen, gell? So, ich würde sagen, bei den nächsten Fleckerl da drinnen können wir so richtig anfangen. Und da sind dann die meisten Übungsgeländesachen, was da rumliegen. Ja, gibt es Viehplätze. Hochfützen kann es da gewesen sein. Hochfützen kann man auch, das ist richtig. Ja. Kann man scharf schürzen. Da haben wir Styropor. Und Pinzacker. So, da. Da seht ihr es auch, da haben wir Sandsäcke. Die werden wir natürlich nicht mitnehmen. Da braucht man einen Sattelschleppzug. Nein, aber ihr seht eben, das ist ein Übungsgelände vom Militär. Ja, und der wahre Feind ist der Müll oder der Mensch, der den Müll provoziert, ha? Ist ja ein schönes Naturschutzgebiet im Grunde. Man sieht auch noch viele Gräben. Was ich gehört habe, darf man die Gräben nicht mehr weitermachen, sonst müssen sie die alten Gräben benutzen. Das ist schon mal ein Fortschritt für ein Naturschutzgebiet. Und wie seht ihr, schönes Wetter haben wir halt auch nicht, aber das schreckt uns natürlich nicht. Ob Sturm, Regen oder Schnee, den Müll sammeln, das ist schön. Ein Flachwitz rein, passt da. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Und heute sammeln wir den ganzen Müll ein. Ja, das, was du gerade gehört habt, da muss ich aufpassen, dass ich nicht die Kamera drauf halte. Heute wollen ein paar Leute inkognito bleiben. Mal schauen, ob ich das schaffe. Sonst kriegt er Vendetta-Masken auf dem Gesicht drauf. Passt da. Können wir ja alles beim Schnittprogramm machen. Macht er gleich viel spannender, wenn man sich die Leute drauf hat auf Kamera, genau. Ja, das ist. Dann unsere Trashmans und Superhelden sind immer, weiß man nie, eine wahre Identität von den Superhelden.
Da haben wir einen Superhelden, der scheißt sich gar nichts. Also wir drei sind halt die Trashmans. Die super fantastic Trashmans. So, was haben wir da? Da haben wir auch wieder schon Plastik zu Plastik und eine im Sackerl. Jetzt sind wir noch zwar viel auf den Wegen unterwegs, wir werden dann nachher noch abseits natürlich schauen. Weil da ist ja wirklich der Problemmüll, was die Tiere dann anbelangt. Da seht ihr auch schon wieder, da haben wir Patronen an den Übungsgeländen sozusagen. Alles sammeln wir ein. Ja, wir sagen, verboten ist es, Müll in die Natur zu werfen, und das ist unser Hauptaugenmerk. So, ich werde da gleich einmal da in die Querfeldein-Natur reinschauen. Jetzt sind wir schon auf einem Trampelpfad unterwegs, jetzt verlassen wir mal den befestigten Weg. Da seht ihr auch, das sind alles so Gräben. Was haben wir denn da übersehen? Ah, da schaut es her, seht ihr das? Ganz schwere Munition. Das werden wir jetzt gleich einsammeln. Schaut euch das an. Gefährlich ist das nicht, oder? Ach, das ist nicht gefährlich. Das ist schon alles abgefeuert worden. Ihr seht es ja eh. Da seht ihr es, das ist keine runde Spitze mehr. Oder da seht ihr auch, der Schlagbolzen, der hat da schon die Patrone aktiviert. Es wird da nicht scharf geschossen, das sind alles Platzpatronen, auch wenn die recht kolossal ausschauen. Meistens sind es eben blaue Patronen. Und wenn wir es dann zum Recyclinghof bringen, werden sie uns vielleicht schimpfen, wie könnt ihr sowas aufheben, seid ihr wahnsinnig. Aber dann werden wir natürlich die Leute etwas anderem belehren. Okay, wir sammeln jetzt erstmal ein. Bis gleich. Da sieht man auch so schön, wie schon das Plastik sich da ganz unter die Erde verkrochen hat, wie lange das schon da liegen muss. Seht ihr das? Ja. Es ist schon richtig eingewachsen. Ich wollte eigentlich eine Schaufel halt mitnehmen, hätte eine kleine Gartenschaufel gehabt. Aber ich finde es nicht, aber macht ja nichts. So, jetzt sind wir schon an einer Stelle, wo sie genau zeigt, warum ich auch eine Schere mitgenommen habe, weil gewisse Müllstoffe doch auch einer Zerkleinerung bedürfen. Vor allem, es wisst ja, diese Sixpacks, was man sich für die Getränke kauft, die haben solche Plastikösen, die ineinander halten, die sechs Dosen. Dann gibt es zum Beispiel die Obstsackerln in der Netzstruktur. Die können die Tiere ganz schön schaden. Also sie stecken in diesen Öffnungen in die Köpfe rein, bleiben hängen und verenden dann qualvoll. Als Beispiel hier. Machen wir mal den Mist da weg. Ja, genau. Seht ihr es da? Da hat einer so ein Obstsackerl weggehaut. Und wenn da ein Viecherl den Kopf durchsteckt, wie ich da mit dem Finger durchdrücke, das kommt nie mehr wieder raus, verfängt sich dann mit den Pfoten da drinnen und dann kann es nicht mehr laufen und verendet. So, dafür holen wir uns jetzt da die Schere raus. Und bevor wir das jetzt in den Müllsack tun, tun wir es gleich zerkleinern. So. Seht ihr da, da schneide ich einmal in der Hälfte durch. Upsala. Und dann schneiden wir noch einmal durch. Und zur Sicherheit dann noch einmal in die Hälfte zusammenmodeln und wieder durchschneiden.
Jetzt kann sich das Viecherl nicht mehr so schwer einverhangen, weil wenn es jetzt den Kopf durchstreckt, dann zerreißt es das Ganze. Aber wenn es komplett ist, das Netzerl, tut es den Tieren nicht gut. Und das kommt jetzt in den Müll. Noch zu wenig zum Dabei. Das wäre nämlich gar nichts. Das sollte man mal auf die ganze Luft mitnehmen, verstehst du? Naja, durchforsten, wieder so Sackbirnen haben. Ja, so Leute, die was einsammeln müssen, weil sie vom Bundesheer abhauen, vom Strafdienst. So viel zum Mateschitz. Macht nicht nur unsere Zähne kaputt, auch nicht das Nervensystem, unter anderem auch die Natur. So, Zigarettenrauchen hin oder her, ich bin auch Zigarettenraucher, aber man sieht trotzdem mal bewusst rauchen. Wenn man zum Beispiel da schaut, man sieht das eh oft genug, gell, solche Zigarettenstummeln. Nicht nur, dass oft bei Kuhwiesen ich sowas sehe, die Kühe das dann mitfressen. Es ist generell nicht gut, weil die Fasern ja ewig brauchen zum Verrotten. Es gibt einfache Lösungen. Schaut sie einmal. Man hat auch mobile Aschenbecher, die kannst du aufmachen, da tust du die Aschen rein, tust zu, passt, ja. Man will keine Schleichwerbung jetzt machen, aber da gibt es auch mit Zigarettenhalterungen. Und da kannst du dann einfach da, wenn du das geraucht hast, tust das rein, passt in jede Hosentaschen. Kein Problem, oder? Genau, das meine ich wohl ja. Bis zum nächsten Mal dann. Schauen wir mal, was findet man noch alles da Interessantes. Ja, der Günther hat auch wieder was ganz Gefährliches gefunden, eine Kronenkorken. Und zum Beispiel liegt er so drauf, ein Tier rennt drauf oder einer auf Barfuß, schneidet sie komplett rein, Blutvergiftung und fertig. Da seht ihr ein paar Schützengräben, schon extrem verfallen. Kann man mal runtergehen. Ja, Leute, sowas sehen wir halt natürlich sehr oft im Wald, gell? Da braucht man, glaube ich, nicht mehr viel dazu erwähnen, warum das gefährlich ist, warum es schneit. Also, ab in den richtigen Müll damit. Kennst du das gar nicht? Ja schon, aber die Shelter sind neu. Da seht ihr, haben sie Leute ein paar Shelters gebaut, so Notunterkünfte. Kann sein, dass es militärischen Charakter hat, kann aber auch Jägercharakter haben. Oder ein paar Survival-Typen haben sie da herumtrieben, aber die habe ich da noch nie gesehen. Und darum sind wir da, dass wir die Tiere schützen, die sich da rumtummeln, gell? Wie gesagt, ich bin auch Raucher, wie ihr seht. Aber man muss sie nicht in die Natur schmeißen und in die Taschen rein und fertig. Ganz easy für die Taschen. Da, so etwas gilt es zu bewahren. Schöne weltliche Teiche, wo man die Seele baumeln lassen kann. Was aber schnell vorbei ist, wenn man sie in einer Scherben reinhuckt. Da schaut es einmal. Die Enten schimpfen uns. Die wissen nicht, dass wir was für sie tun. Ja. Wir machen jetzt einmal ein kleines Mittagspäuschen und lassen uns von den Enten besingen nebenbei.
Ach, so schön da. Die Enten glauben, wir haben was zum Essen mit für sie. Da schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? So schön. Es ist so herrlich, wenn man das da daneben dann liegen sieht. Das muss nicht sein, oder? Ich glaube nicht, dass die Enten damit was anfangen können. Aber wir machen was damit draus, nämlich Restmüll. Ja, ich habe nichts mit für euch. Brot dürfen wir euch nicht geben. Das ist nicht gesund für euch. Habt leider keine Körner mit. Also merkt euch das, gibt Enten, generell Vögel, nie das Brot von daheim. Dieser Zucker, der da drinnen ist, das ist nicht gut für sie. Die krepieren dabei. Und vor allem auch, wenn Kümmel drauf ist. Aber auch, wenn kein Kümmel drauf ist, gibt es eher kein Brot. Enten können Kerndeln fressen. Man verhungern müssen sowieso nicht. Es gibt keine hungerleidende Enten. Aber wenn man was kurz tun will, dann gibt es eher Kerndeln. Obst, wenn ich sage, aber kein Brot bitte. So, Ende im Geländer. Unten sind die Männer, oder? Da, die zwei Enten helfen uns beim Müllsammeln, die bewachen uns das Müllsackerl. Damit das Müllmonster uns die Beute nicht wegschnappt. Also habe ich einen Zoom mit dran, gell? Mal schauen, vielleicht sieht man mich, vielleicht nicht. Wenn es mir nur hört, sie sagt. Ja, also wir sind ja noch immer auf dem Teich hier. Und es sind ja auch viele Fische hier. Ich meine, ich bin Veganer, ich halte nichts von Fleisch essen. Aber naja, ich will ja nicht militant deswegen werden. Aber was mich dann schon aufregt, Fischutensilien mitnehmen. Solin, gerade die Fischerhaken sind gefährlich. Jetzt habe ich zwar auch ein kleines Fischutensil gefunden. Da dann. Das ist zwar nicht für die Tiere so extrem gefährlich, aber muss man einfach nicht liegen lassen. Sicher, man kann es auch unabsichtlich verlieren. Man will ja nicht gleich so streng sein. Aber gebt es auch, wenn ihr schon Tiere morden müsst, für euch ein Vergnügen oder für euch einen Hunger. Solin, Fischerhaken haben nichts da verloren. Nehmt das mit heim, wenn schon, denn schon. Brav. Ja genau, jetzt haben wir schon so eine Solinschnur gefunden. Das ist jetzt das, damit kann man sie ja, können sie die Viecher strangulieren. Weil wenn es ein Fisch schon aushält, dass das nicht reißt, wie soll da so ein Vogel das überstehen können? Das ist echt die. Hat nichts verloren in der Natur. Und wenn es euch jetzt wieder anschifft, zwei Zigaretten im Mund habe, ich gesagt, ich habe meinen Aschenbecher mit, gell? Knickknack. Nicht nur ich rauche, auch Fischer rauchen. Können wir nochmal zu den Fischen zurück. Ein drittes Mal geht es ja noch. Man huckt lang da beim Fischen, gell? Und da gibt es auch viele Raucher und Teich. Ich habe es euch ja schon gesagt, wie es geht. Aber wie es nicht geht, zeige ich jetzt noch einmal. Gespannt? Brav. Ist ein wirklich schöner Wanderort da. Wir haben da wirklich viele Teiche. Man hat einige an natürlichen. Man sieht da wirklich viele schöne Tiere, nicht nur Hunde. Wir können da Rehe, Hasen finden, Füchse. Früher hat es Wildschweine da gegeben, weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Zu meiner Jugendzeit hat es da schon noch die Wildschweine auch gegeben. Aber vor allem, man kann einmal durchatmen. Es sind viel weitläufige Felder hier. Wieder strukturiert mit einigen Wäldchen, großen Wäldern, kleinen Wäldern. Zum Baden sind die Teiche hier zwar nicht geeignet, aber man kann trotzdem daneben wunderbar entspannen. Vorausgesetzt, man muss nicht im Müll liegen, gell? Weil dafür kümmern wir uns ja heute. Wir werden es zwar nicht viel schaffen, ich habe ein riesengroßes Schlauchboot gefunden. Ich habe leider falsch auf die Aufnahme gedruckt, kaputtes Schlauchboot. Das konnte ich leider nicht mitschleppen. Man müsste bis ja einmal was einfallen lassen, so einen Leiterwagen mitnehmen zum Müll sammeln, dass man die schweren Sachen mittransportieren kann. Weil die kleinen Sachen alleine sind sie auch nicht gemacht. Naja,
Was habt ihr da so für Ideen? Vielleicht schreibt es unten in der Kommentarliste einfach einmal rein, gell? Darf mich interessieren. Eure Erfahrungen, euer Wissen. Ihr sollt mal geballt uns zusammenraffen und uns austauschen mit den Ideen. Okay, dann schauen wir mal weiter, gell? Bis gleich. Da vorne steht der Panzer eventuell. Er ist nur schwer zum Sägen. Da sägt ein Untersbergkleideln, dass ihr gleich wisst, was für eine magische Gegend wir da wohnen. Da der Untersberg. So, da sägt ihr noch ein paar Bunkerüberreste, die es rausgeholt haben. Da haben wir mit den Schießscharten alles drinnen. Wird alles gerade entsorgt. Und das Zeug, was wir jetzt eingesammelt haben, das wird natürlich auch jetzt entsorgt, aber jetzt richtig entsorgt. Ich werde zum Recyclinghof schauen. Ich habe mich zwar nicht angemeldet dort, aber ich glaube schon, dass ein paar Leute uns da auch noch gut beraten werden über den Fund, was wir da hingebracht haben. Vielleicht kriegen wir auch Schimpf wegen den Patronen. Macht es einfach nur spannend, gell? Aber ich hoffe doch, dass wir uns dort noch ein paar Tipps über Mülltrennung geben. Ich werde auch noch wegen den Alu und den Altmetall nachfragen, weil bei uns in Österreich, in Salzburg zumindest, weiß ich es, weil ich da wohne, da tun wir keine Metalle mehr extra trennen, die kommen in den Restmüll. Die sagen, das wird vor Ort in Sickerwiesen, das heißt, so heißt unsere Müllhalde, sortiert. Kann ich mir auch schwer vorstellen. Aber wie gesagt, schauen wir zum Recyclinghof. Ich glaube, die werden uns sicher auch noch mit Herzen beraten wollen. Dann bis zur letzten Station. Bis bald. Okay, bevor wir jetzt zur letzten Station kommen, werde ich den Müll jetzt noch ein bisschen vortrennen. Dazu bin ich jetzt bei mir daheim in der Küche. Ich habe das jetzt mal schon ein bisschen vor. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Da haben wir so einen Restmüll vom Plastik. Da machen wir dann die Metalle, ja, da kommen die Patronen dann rein. Die Patronen haben wir Metall- und Plastikpatronen, die werde ich extra sortieren. Okay, dazu jetzt haben wir drei oder vier große Säcke zusammengebracht und da machen wir jetzt was draus. So, zwei Säcke habe ich jetzt schon aufsortiert und jetzt kommt der letzte dran. Der da. Wenn wir das dann sortiert haben, dann machen wir uns auf zum Recyclinghof. So, mit dem Sortieren bin ich fertig. Wenn wir jetzt schauen, da haben wir so ungefähr den Plastikmüll, sehr dünnes Plastik, wir haben da fast kein Hartplastik drinnen, nur so Sackerln und ganz dünnes Plastik gefräst halt. Da haben wir die Metalle, überwiegend Red Bull Dosen. Ich weiß nicht, was uns das sagen sollte, warum es am meisten Red Bull jetzt draußen missgibt. Früher war es Coca-Cola natürlich. Vielleicht kann sich der Matischitz eine Aktion einfallen lassen, damit er die Leute bewusster mit seinen Produkten umgehen. Ich meine, er selbst muss deswegen auch nicht, kann man auch nicht die Schuld geben, der was kauft und wegschmeißt, der ist schuld. Aber vielleicht konnte sie trotzdem eine Aktion einfallen lassen, damit das da in der Natur nichts zu suchen hat.
Okay, da könnt ihr sehen, da haben wir die Metallpatronen und da dann sind die Plastikpatronen. Okay, und mit dem Zeugs jetzt, ah ja genau, schaut, da haben wir sogar noch zwei Patronen gefunden, die was funktionieren, die sind noch nicht abgefeuert worden. Die da auch, da die blaue Markierung ist noch dran und der Schlagbolzen ist auch nicht aktiviert worden. Die werden wir dann separat dort noch abgeben. Ja, okay, dann auf zum Recyclinghof. So, ich habe da noch bei mir daheim meine Glühbirnen gefunden, die was schon ausbrennt sind. Ihr seht es da. Die werde ich natürlich jetzt auch gleich im Zuge dessen mitnehmen. Dann werden wir uns gleich mal vielleicht unterhalten über Energiesparlampen dort vor Ort. Wie ihr seht, ich habe keine. Manche werden sich sicher wundern, wo ich auf einmal noch immer sich Glühbirnen haben kann. Die kann man sich im Internet noch alle kaufen und heim liefern lassen. Also die ganz normalen 40, 60, 100 Watt Glühbirnen im Milchglas oder in so voll transparent. Und wie gesagt, die sind schon alle ausbrennt von mir. Ja, ich habe lang gebraucht, bis ich es jetzt mal zum Recyclinghof bringe. Und da hat sich heute der Tag anscheinend gut dafür ergeben. Also ich habe da auch noch zwei so Sackerl voll Glühbirnen von den alten Kaliber. Über die Energiesparlampen, warum die giftig sind, nichts Gutes für uns. Und null mit Energiesparen zu tun haben, werde ich dann später vor Ort erklären. Na dann, auf zum Recyclinghof, jetzt geht's wirklich los. Ja, jetzt sind wir beim Recyclinghof, da könnten die und ja, jetzt werden wir da hinten reinschauen, hoffentlich hat er Zeit für uns. Hoffentlich sind seine Kameras scheu und können uns noch ein paar wertvolle Tipps zu unseren Schätzen geben, die wir gesammelt haben, gell? Jetzt sind wir schon neugierig, Günther. Absolut, ich bin. Ja, dann schauen wir mal rein und hoffen wir das Beste, dass wir filmen dürfen. Dann bis gleich. So, grüß euch, jetzt sind wir im Recyclinghof angelangt und ich habe da den Abfall- und Umweltberater, Herrn Dr. Galler, gefunden. Der wird uns jetzt da wunderbar beraten, der Herr Walter Galler, Dr. Walter Galler. Und ich glaube, wir zeigen Ihnen jetzt einmal einfach unsere Funde, was wir gemacht haben und sprechen dann noch generell über Mülltrennung, wie es mit Altmetall und Plastik so weitergeht. Schönen guten Tag, Herr Dr. Galler. Es freut mich sehr, dass Sie für uns Zeit genommen haben. Wir haben uns leider nicht angemeldet, aber Sie haben wirklich toll schnell Zeit für uns gefunden. Dafür bedanken wir uns recht herzlich. Sehr gerne. Wir haben ja schon vorab jetzt ein bisschen was abgesprochen gehabt und wir haben Ihnen auch gesagt, dass wir im Truppenübungsgelände von der Salachau aktiv waren. Und da hat sich schon einiges schockiert, dann, was wir dann mitgebracht haben. Ich habe es eh fast geahnt. Und ich würde vorschlagen, gehen wir vielleicht einmal unsere Fundsachen durch. Vielleicht wollen Sie auch was über Ihre Tätigkeit noch erzählen. Und dann können wir vielleicht noch sogar allgemeine Fragen. Waren Sie damit einverstanden? Ja, sehr gerne. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Galler. Also meine Aufgabe ist beim Abfallservice der Stadt, die Bürgerinnen und Bürger über die richtige Abfalltrennung unter anderem zu informieren, welche Dienstleistungen das Abfallservice der Stadt Salzburg hier anbietet, damit jeder, jede den Abfall sachgerecht und ohne Umweltbelastung loswerden kann und auch zu günstigen Bedingungen. Und ja, mich erschüttert es doch immer wieder, dass man doch da und dort Abfälle in der Landschaft sieht, auffindet, ohne dass man es gezielt danach sucht, die man anderweitig viel besser, kostengünstiger und vor allem umweltschonender hätte entsorgen können. Und da werden wir uns jetzt ein paar Beispiele anschauen, die Sie uns da mitgebracht haben, und schauen, wie wir diese Schätze an den richtigen Ort bringen. Dann fangen wir mal einfach mit den, ja, wird man so mit den krassesten Beispielen an. Wir haben da mal, wenn man schaut, nur zwei funktionsfähige Patronen gefunden, Platzpatronen.
In den Truppübungsblatt wird wenigstens nicht scharf geschossen, das ist schon mal was. Da haben wir, sie haben gesagt, dass das Kupferpatronen sind. Teilweise sieht man schon Grünspan drauf. Ich möchte so gar nicht mehr mit der Hand wirklich eingreifen. Und da haben wir die Plastikplatzpatronen. Was halten Sie davor, dass man das, wenn man beim Militär da Übungen macht, es dann so liegen lässt? Ja, halt, also mich wundert das eigentlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da dauerhaft dort liegen soll. Also das sind doch erhebliche Mengen, die sie da eingesammelt haben in einer relativ kurzen Zeit. Ich muss dazu sagen, dass explosive Stoffe, Patronen, jetzt kein Abfall ist, der jetzt bei den Recyclinghöfen übernommen wird. Das dürfte man gar nicht nehmen. Wenn man auf sowas auffindet, aufpassen, also es kann ja auch noch scharf sein, das ist Sache eigentlich der Polizei. Also wenn bei uns der Feuerwerkskörper, Patronen sowas bringen möchte oder aufgefunden hat, verweisen wir den an die Polizei, die haben auch die Spezialisten, die auch entscheiden können, wo das dann letztlich hinkommt. Also bitte nicht sowas beim Recyclinghof versuchen abzugeben. Ja, okay. Dann haben wir heute eine Station bei der Polizei auch noch. Interessant, sehr schön. Okay. Natürlich gibt es ja nicht nur diese Problemstoffe da dort. Was haben wir da? Das sind meine Glühbirnen. Wir haben da auch Plastik und Metalle. Ich meine, jeder kann sich was vorstellen, was Plastik und Metallproblemstoffe sind. Sowas, kann man sowas in Plastikmüll geben oder ist das Restmüll? Weil jeder Mensch denkt eigentlich, das ist Kunststoff. Also das ist ein typisches Beispiel für Restabfall. Die in der Stadt Salzburg werden von den Kunststoffen, wirklich nur Plastikflaschen und die Getränke, Backerl getrennt gesammelt, weil die stofflich verwertet werden. Andere Kunststoffabfälle, ob es jetzt Joghurtbecher sind, sind auch Verpackungen oder solche Kunststoffbänder, das ist Restabfall, kann mit dem auch gemeinsam gesammelt werden. Das wird dann automatisch bei der Behandlungsanlage aussortiert und kommt dann in die Verbrennung. Da wird dann der Energiegehalt genutzt. Das ist eine Anlage in Lenzing, wo das eben dort verbrannt wird. Und für die getrennte Sammlung wirklich nur das, was ich dann stofflich wiederverwerten kann, weil zum Beispiel aus den Flaschen kann ich wieder Flaschen machen, zum Beispiel bei den Saft- und Milchpackerl wird der Kartonanteil rückgewonnen für die neue Kartonerzeugung. Deswegen wird das separat gesammelt in gelben Säcken oder gelben Tonnen. Das andere Kunststoffabfälle in die Restabfalltonne. Wenn Sie größere Kunststoffteile haben, vom Spielzeug meinetwegen in der Plastikschaukel oder sowas, das können Sie beim Recyclinghof abgeben. Dort haben wir eine eigene Hartplastiksammlung. Das kann dann auch wieder stofflich verwertet werden. Muss erst natürlich nachsortiert werden. Aber es ist immer noch günstiger und rohstoffschonender, als wenn es einfach alles haben. Und so ein kleines Lego-Mandel, zum Beispiel Playmobil-Mandel, wird man dann auch nicht zu den Plastikflaschen in den gelben Sack geben, sondern auch zum Recyclinghof, auch wenn es ein bisschen kleiner ist, oder? Ein Lego-Mandel, das gehört auch in die Restabfall. Ah, okay. Ja. Also, ab was für einer Größe spricht bei denen da, dass man Plastik da? Das sind Sachen so in der Größe von einem Sessel zum Beispiel. Okay. Oder so ein Spielzeugauto oder zum Beispiel so ein Spielzeugbob. Das sind ab dieser Größenordnung, wenn ich es eh nicht mehr zu Hause in die Restabfalltonne bringe, ist aber aus Plastik, das zum Recyclinghof. Okay. Und die kleinen Teile, kleinen Plastiksachen, Restabfall. Okay, dann wissen wir da jetzt auch gut Bescheid. Ja, und wir haben eben auch Metalle auch gefunden. Jeder sieht es oft genug. Getränkedosen oder so Drähte haben wir da auch noch und da die Dosen. Wir haben ja früher noch in Salzburg die Altmetallbehälter gehabt. Jetzt gibt man das in den Restmüll. Das wird in Sickerwiesen, also in der Müllhalle, dann getrennt, haben Sie mir vorher erklärt. Mit was für Methode? Genau, also der ganze Restabfall kommt zur Behandlungsanlage in Sickerwiesen. Dort wird auch das Metall abgesondert, heraussortiert und nicht nur die magnetischen Sachen wie Eisenmetalle. Da gibt es ein spezielles Verfahren für alle Metalle, die zumindest leitfähig sind, wie Kupfer oder Aluminium. Da gibt es ein sogenanntes Induktionsverfahren. Da wird in einem elektromagnetischen Feld wird praktisch ein Strom induziert und der wird wieder dazu verwendet, um die in einem Magnetfeld abzusondern, automatisch. Ich kann damit aus dem Restabfall 95%
des Metallanteils herausholen, wird auch dort gemacht und das geht dann weiter in die stoffliche Verwertung. Deswegen geht nichts verloren an Metallen, diese ganzen kleinteiligen Metalle. Wenn ich es in Restabfall gebe, wird nämlich in der Behandlungsanlage und Sickerwiesen herausgeholt. 95% ist schon anständig, das finde ich nicht das, so schlecht. Wurde auch immer weiter verbessert. Diese Anlage ist schon seit 2004 im Betrieb. Wird immer wieder weiter optimiert. 100% werde ich nie rausholen, aber 95% ist schon ein ordentlicher Anteil. Das habe ich zumindest mit der gedrehten Sammlung bis vor 14 Jahren niemals annähernd geschafft. Ja, prima. Ich habe von mir selbst mein Haushalt noch meine Glühbirne mitgenommen. Ich bin jetzt so der Energiesparlampen-Fan. Ich kaufe mir die im Internet nur die alten Birnen. Weil, ja, weiß nicht, ob ich paranoid bin, wenn es ums Quecksilber geht. Was ist Ihre Meinung über die Energiesparlampen, besonders wenn es ums Quecksilber geht? Muss man da recht eine Panik haben, wenn es kaputt wird? Wie verhält man sich dabei beim Entsorgen so einer zerbrochenen Lampe? Ja, Panik ist nie gut. Ist auch in dem Fall ein bisschen notwendig. Wenn so eine Gasentladungslampe, ich rede jetzt wirklich nur von diesen Leuchtstoffröhren oder Energiesparlampen, die geringe Mengen Quecksilber enthalten können, wenn sowas mal zerbricht, dann wird der Aufkern in ein geschlossenes Gefäß geben und dann den Wechselwurf abgeben. Aber nicht einfach liegen lassen, weil auch die geringen Mengen können natürlich in die Luft gelangen und man soll das natürlich nicht einatmen, weil Quecksilber ist wirklich ein gefährliches Nervengift. Generell muss dazu sagen, dass diese Energiesparlampen eigentlich immer weiter verdrängt werden von den LED-Lampen, die noch wesentlich weniger Energie brauchen, noch langlebiger sind. Glühbirnen, klassische, gut, man muss sagen, das ist halt im Wesentlichen ein Heizkörper, der auch noch Licht abgibt. Weil schon nur ein sehr geringer Teil der investierten Energie fürs Licht verwendet wird und hat schon seinen Sinn, dass die auch langsam abgelöst werden durch moderne Technik. Und die Energiesparlampen, diese Gasentladungslampen, waren ja eher so eine Übergangs-Zwischenlösung, die auch immer weniger werden. Wir merken das auch bei den Sammelmengen. Bitte, wenn sowas einmal ausgedient hat, sorgsam umgehen, nicht zerbrechen, bei uns abgeben. Aber auch diese Mengen werden immer weniger, weil einfach der Umstieg in Richtung LED schon immer weiter voranschreitet. Die LEDs sind ja dann eigentlich auch schon fast unkaputtbar, kann man sagen, oder? Ja, kaputt kann alles gehen. Also. Ich meine, es gibt auch diese Glühbirne, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, in New York, in der Feuerwehrstelle, die brennt, die hat jetzt die 100. Geburtstag gefeiert. Die brennt seit über 100 Jahren da in dieser Feuerwehrstelle. Das ist eigentlich auch Energieverschwendung, so lange brennt. Ja, nein, aber sie lebt schon so lange. Ja, ist das nicht kurios, wenn man bedenkt, ist das, Sie haben schon gesagt, es gibt eine Wärmequelle ab. In dem Sinn wäre es eine Verschwendung. Sagen wir mal, leichtfertig, ich würde sagen, wir sparen mal die Heizung. Ja gut, ich brauche vielleicht nicht immer Licht, oder nicht wenn so ich viel heizen will, aber da gibt es ja elegantere Methoden. Aber Sie sprechen da eigentlich jetzt die Langlebigkeit an. Ich kann natürlich generell Produkte langlebiger gestalten. Das betrifft jetzt nicht nur jetzt die Lampen, generell Elektrogeräte. Ja, die Obsoleszenz ist ja doch ein großes Problem in unserem Wareneinkauf. Weil ich brauche für jedes Produkt, brauche die Rohstoffe, muss ich gewinnen. Es steckt Arbeit und Energie für die Produktion drin. Und da ist es schon immer mehr so ein Missverhältnis zwischen dem, was man investiert hat, wie lange man es dann braucht und wie lange es dann wieder letztlich Abfall ist. Also da ist eher. Sollte man daran denken, dass ich oft zahlt sich langfristig aus, dass ich etwas qualitativ Hochwertiges kaufe, also eine Anschaffung vielleicht einmal teuer ist, muss man es genau anschauen. Nicht ist immer das Teure auch das Bessere, aber tendenziell sind die langlebigen Sachen doch ein bisschen teurer, die aber langfristig ein bisschen günstiger bekommen. Ich muss nicht so oft nachschaffen. Ich denke an ganze Werkzeuge. Das bezieht sich durch von Werkzeugen, Kleidung, Möbelstücken generell. Langlebig, dafür nicht zu viel, reparaturfähig, schauen, wie es produziert wurde. Das würde schon einiges an Abfallproblemen lösen, wenn ich da ein bisschen mehr Achtsamkeit darauf bringen würde. Und letztlich kämen sogar die Leute auch billiger. Ja, ich denke mir es auch so, bei den Werkzeugen, die Obsoleszenz, wenn man sich da so einen Schraubenzieher kauft, dreimal geschraubt, der bricht ab, jetzt habe ich von meinem Opa das Werkzeug geerbt gekriegt, das was er noch aus seiner Zeit hat, das gibt es heute noch, das Zeugs. Ja.
man kann auch noch Sachen dann vererben. Man wird schon wirklich viel unsere Ressourcen schonen damit. Wenn wir zurück zu den nachhaltigen Produkten kommen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Es gibt immer da die großen Sperrmülltage. Ich glaube, 2-3 Mal im Jahr haben wir die. Und mir fällt auf, dass der Mensch da gar nicht so weiß, dass man nicht wirklich alles da hinauslegen kann. Der Mensch legt es am Wochenende raus, der Bewohner, fährt dann am Montag in die Arbeit, kommt zurück und sieht nichts mehr vorliegen, weil er doch gar nicht mitkriegt, dass der Hausmeister gewisse Sachen noch verräumt hat, die was der Sperrmüllabfuhr doch noch da lassen hat. Was kann man denn rausstellen jetzt wirklich bei Sperrmülltagen? Was wird zurückgelassen? Ja, sozusagen Sperrmülltage in dem Sinn haben wir eigentlich gar nicht. Man kann, als Einzelhaushalt kann man individuell einen Termin vereinbaren und bei größeren Wohnanlagen sind so Tage, also in dem Sinn werden Termine vorgegeben, wann solche Sperrabfälle bereitgestellt werden dürfen. Und da ist eben genau darauf zu achten, was jetzt wirklich zum Sperrabfall zählt. Also generell das bewegliche Mobiliar aus dem Haushalt, wie Sessel, Stühle, Tisch, das gehört zum Sperrabfall, aber nichts, was zum Beispiel fix verbaut war, wie ein Türrahmen oder ein Fenster, auch nicht irgendwie ein Entrüppelungsgut, so kleines wie ein Koffer mit diversen Inhalten, was man zum Teil auch in die Restabfalltonne hätte geben können, das ist kein Sperrabfall. Also Sperrabfall ist das, was eben nicht gefährlich ist, nicht in die normale Restabfalltonne passt und kein bewegliches Mobiliar war. Mhm. Interessant. Ja, dann wissen wir da jetzt, sind wir jetzt eigentlich ganz fit mit unserem Müll, wissen, was man darf, was man nicht darf. Haben Sie vielleicht noch so abschließend etwas, was Sie noch gerne uns mitteilen möchten? Wir haben aus unseren Analysen von Restabfall wissen wir, dass eigentlich fast die Hälfte oder ungefähr die Hälfte des Inhalts der Restabfalltonne eigentlich gar nicht hineingehört. Weil eben vieles drin ist, was man hätte trennen sollen, wie vor allem Papier oder Bioabfall ist sehr viel drin, Plastikflaschen oder Altglas. Wir haben seit Beginn dieses Jahres ein Gebührenmodell, das eine bessere Abfalltrennung belohnt. Das heißt, wenn ich wirklich meinen Abfall so trenne, dass ich nur noch relativ wenig Restabfall habe, kann ich auch eine kleinere Tonne oder zum Beispiel meine Tonne seltener entleeren lassen, was mir dann wirklich eine deutliche Einsparung bringt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Rohstoffe geschont, wenn ich diese Abfälle, die zu trennen sind, wirklich trenne. Das heißt, wirklich auf das konzentrieren, was sinnvoll ist zu trennen, wie Papier, Glas, Karton, Plastikflaschen. Und die anderen Sachen wie zum Beispiel das Metall, das kann ich guten Gewissens, also die kleinen Metallverpackungsteile in die Restabfalltonne geben, das ist technisch gelöst, dass das auch nicht verloren geht und herausgeholt wird. Also dort trennen, wo es Sinn macht, wirklich konsequent. Und beim anderen kann ich wirklich mal ein gutes Gewissen haben, wenn ich da einen Joghurtbecher oder eine Aludose in die Restabfalltonne gebe, da soll man eher vorher überlegen, hätte ich die Dose überhaupt kaufen sollen. Genau, sehr gut. Ja, Herr Gantner, Dr. Gantner, ich möchte mich recht herzlich bedanken für Ihre Zeit, was Sie sich für uns genommen haben. Und jetzt gehen wir mal unter den Altmetalle und die Reststoffe werden wir bei euch da lassen. Ich werde noch bei den Büchern vorbeischauen. Ich habe so eine tolle Bücherecke da. Da kann man Bücher abgeben, wenn es einen nicht mehr braucht. Das finde ich eine ganz tolle Aktion. Und auch mitnehmen, ne? Ja. Der Lesestoff. Da wird man dann fürs Müllsammeln belohnt, sozusagen. Und danke für den Tipp, dass wir solche Sachen dann bei der Polizei noch abgeben können. Das ist dann unsere nächste Station. Herr Dr. Gantner, vielen herzlichen Dank. Gerne. Ah, ja, genau. Haben wir mitteilt, dass wir die Glühbirnen da reinschmeißen. Alles in den Restmüll rein. Müsste die Tasche noch halten, oder? Ja, ja, klar. Das, genau, jetzt mit der Tasche werden wir auch gleich sagen, wie man auf Plastik verzichten kann. Ups. Was ist denn das? Hoppala, Entschuldigung. Ja. Schauen wir noch die Glühbirne. Und Schrauberbit, den kalten wir uns natürlich. Seht ihr, da haben wir Stoffsackerl. Die nehme ich beim Einkaufen generell her, bei mir gibt es kein Plastiksackerl. Wenn ihr euch beim WWF anmeldet, kriegt ihr jedes Jahr so ein Stoffsackerl zugeschickt.
braucht euch nicht einmal kaufen, gell? Also auch beim Einkaufen auf Plastik mit die Sackerl verzichten. Entschuldigung. Was da eine tolle Idee ist, was wir zuerst angesprochen haben, da kann man die Bücher abgeben. Und wenn es einer braucht, dann was findet, nimmt er es wieder mit. Genau so ist. Gute Idee. Sehr gute Idee. Bücher müssen wir bewahren, weil alles elektronisch, das kann so wie auch nicht sein. Ja, schaut, es sind doch sehr, sehr interessante Bücher. Da habe ich schon sehr viel da mitgenommen. Schon einen richtigen Bücherhaufen da haben, nur von da rausgeholt. Ich zeige euch nachher noch, weil fällt mir gerade ein, es gibt in Salzburg noch andere Bücherstellen. Da haben sie eine alte Telefonzelle ausrangiert. Da kann man auch Bücher raus und wieder entnehmen und auch abgeben. Aber da schauen wir dann auch noch hin, das ist eine gute Idee. Okay, jetzt haben wir meinen Recyclinghof fertig. Haben wir tolles Wissen erlangt, haben Problemstoffe abgeben. Und wegen den Patronen müssen wir noch zur Polizei. Da schauen wir jetzt vorher noch hin. Und dann so zur Telefonzelle. Bis gleich. So, jetzt sind wir, schätze mal, bei unserer vorletzten Station. Die nächste nach dieser ist ja dann die Telefonzelle, wo die Bücher sind. Aber jetzt sind wir bei der Polizei. Und es ist ja angeraten worden, die Patronen dort abzugeben. Mal schauen, ob sie mich gleich dort behalten und da könnt ihr mir dort mit einer Eisenfeile schicken muss oder ob ich wieder aussehen darf. Ich riskiere es jetzt einfach. Mal schauen, ob ich filmen darf. Wir werden es sehen. Ansonsten berichte ich, was ich erlebt habe. Bis gleich. So, also, ihr habt es ja gesehen, ich bin jetzt da vor der Polizei, vor der Polizeiwache in Max Klein in Salzburg gestanden. Hab dort auch die Munition abgeben können, hab's dann nicht mehr mit abnehmen müssen, ist eh klar. Und hab eben auch dort gebeten, den Polizeibeamten, ob ich ihn aufnehmen darf, indem er uns diese Hinweise mitgibt, dass man die Patronen, wie so uns Dr. Walter Gallier von Abfall und unser Umweltberater uns mitgeteilt hat, dass man es der Polizei geben muss. Die Polizei hat mir dann mitgeteilt, dass man das nicht mitnehmen darf. Habe es leider aber nicht filmen dürfen. Ist aber eh selbstverständlich. Er hat mir nichts aus Unmut gesagt, dass ich nicht filmen darf, sondern ich habe mich einfach an die Pressestelle der Polizeidirektion verwiesen. Und da schauen wir einfach mal gleich hin, was er damit genau speziell gemeint hat. Da können wir jetzt mal da von Facebook weg. Da haben sie mir einfach gesagt, ja, ich tue jetzt mir einfach mal ein bisschen kleiner machen. So. Also ihr seht da, zuerst habe ich die Telefonnummer von der Pressestelle, die mir der Polizeibeamte gegeben hat, mit der Telefonnummer 059-133-500. Das ist dann die Pressestelle der Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizeidirektion und habe halt gehofft, dass wir das telefonisch alles klären können. Natürlich ist der Sachverhalt auch sehr kompliziert und da ist mir angeraten worden, wie dann da hier auf dieser, dass ihr auf diese E-Mail-Adresse, die ihr hier findet, genau, ich habe es da markiert, da, habe dann da jetzt eine E-Mail verfasst. Gehen wir mal da hin und dazu setze ich mal kurz meine Brille auf und lese euch jetzt mal vor, was ich da für einen Text verfasst habe. So, ihr seht es dort, dann habe ich dann hier einfach mal bei meinem E-Mail-Account einen Text verfasst. Den habe ich die E-Mail-Adresse an die öffentlichkeitsarbeit-s@polizei.gv.at geschickt. Mit dem Betreff Info für Medienprojekt World Cleanup Day in Salzburg. So, und eröffnet habe ich dann dieses E-Mail mit an das sehr geehrte Team der Pressestelle der Landespolizeidirektion in Salzburg. Mein Name ist Roman Reuter und betreibe einen YouTube-Kanal, wo ich mich sozialkritischen Themen und guten Ideen zuwende.
die für unsere Gesellschaft einen heilvollen und wo ich einen guten Umgang mit unserem Planeten und den Menschen allgemein weltweit näher bringen möchte. Ich habe mein Medienmagazin CryptoTV genannt und möchte mich nun hiermit an Ihnen mit der Mithilfe in Bezug eines wichtigen Ratschlages zuwenden, die einen wichtigen Projekt betrifft. Ich habe mich filmtechnisch den World Cleanup Day in Salzburg gewidmet, der am 15. September 2018 stattgefunden hat. Dazu habe ich mich in der Salachau begeben, um am dortigen Truppenübungsplatz den Müll einzusammeln. Da dort auch viele Menschen die schöne Natur dort mit Wanderungen genießen, aber dennoch viel Müll in diesen Wäldern zurücklassen werden. Es ist mir ein großes Anliegen, dort die vielen Fischerteiche und das Wild von diesem Unrat zu befreien, sodass sie geschützt ihr Leben dort vollbringen können. Dabei ist mir mit einem großen Unmut aufgefallen, dass das Militär dort ihre Übungsmunition großflächig zurücklassen, sowohl die Plastik- und die Metallübungsmunition. Siehe Foto im Anhang. Also das Foto brauche ich jetzt nicht zeigen, das habt ihr eh im Film schon gesehen. Vor allem die Kupferpatronenhülsen sind dabei ein sehr schädlicher Umweltfaktor, der für die Tiere, aber auch den Kindern, die dort ihr Abenteuer suchen, eine große Gefährdung. Dementsprechend haben wir dann auch diese verbrauchte Munition eingesammelt, um sie bei einem Recyclinghof in Salzburg abzuliefern. Als wir dann dort dem Abfall- und Umweltberater die extreme Unzahl von Munition vorlegten, war auch er sehr schockiert darüber, dass sich von Seiten des Ministers dort niemand diesen Unrat annimmt und hat uns darauf hingewiesen, dass wir diesen Sondermüll bei der Polizei abgeben müssen, da sie dafür keine Vorrichtungen und Befugnisse haben. So dann bin ich zur Polizeiinspektion Max Klan gegangen und habe dort die verschossene Munition abgegeben und darum gebeten, uns Hinweise und Ratschläge mitzugeben, die ich dann für mein Filmprojekt zur Information aller Menschen, die Müll sammeln gehen, zu beachten haben. Und daher gebeten, den Ratschlag des Polizeibeamten mit seinem Hinweis, dass man diese Munition nicht einsammeln sollte und zugleich die Polizei zu verständigen hat, damit die sich diesen vor Ort annehmen können. Der Polizeibeamte hat mich dann zusätzlich mitgeteilt, dass es richtigerweise besser ist, mich an Ihnen zur Pressestelle zuzuwenden, damit ich dann die benötigten Informationen in mein Filmprojekt einfließen lassen darf. Aber wisst ihr was, ich schreibe vielleicht noch dazu. Man, wir wollen ja da nicht militant auftreten. Und wie gesagt, man kann nicht immer von sich behaupten, dass man alles weiß. Man soll nicht immer voreingenommen sein. Darum schreibe ich jetzt vielleicht noch dazu, da es mir aber nicht generell bewusst ist, ob das Militär vor Ort den Müll einsammelt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mitteilen, ob das Militär, Personal dort regelmäßig aufräumt, so dass ich nicht ungerechtfertigt jemanden eine unlautere Tat zuschreibe. Oder? Ich glaube, das ist besser.
Also was habe ich geschrieben? Da es mir aber nicht generell bewusst ist, ob das Militär vor Ort den Müll einsammelt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mitteilen, ob das Militärpersonal dort regelmäßig aufräumt, sodass ich nicht ungerechtfertigt jemanden einer unlauteren Tat zuschreibe. So. Daher bitte ich Sie nun höflichst, sobald es Ihnen möglich ist, mir mittels einer Rückmeldung per E-Mail, eines Telefonates oder persönlichen Vorsprechens die Ratschläge im Umgang dieser Problemstoffe zu unterbreiten, die ich dann in meinem Filmprojekt einfließen kann. So verbleibe ich einstweilen höflich mit der baldigen Bitte einer Rückmeldung vor Ihnen. Hier finden Sie meinen YouTube-Kanal und Link dazu gefügt. Hochachtungsvoll, Roman Reuter. Ich habe den Text jetzt gerade erst vor kurzem geschrieben. Ja, ein bisschen böhmisch ist er vielleicht stellenweise, aber naja, es wird schon passen, gell? Dann würde ich sagen, klicken wir auf Senden. So, da, da. Und sie wurde versandt. Gut, dann können wir jetzt da mal wieder abmelden. Und okay, jetzt muss ich halt natürlich auf die Antwort warten. Bis dahin muss ich auch warten, dass ich den Film veröffentliche. Für euch wird es natürlich nicht so lange dauern. Ihr werdet jetzt dann gleich jetzt sofort anschließen, die Antwort, Mail oder wie auch immer sie dann mit mir weiter verbleiben und ja, konferieren wollen. Und somit jetzt dann gleich weiter zu der Antwort, die für mich natürlich erst morgen oder in ein paar Tagen stattfinden wird. Also dann, schauen wir gleich weiter. Ja, jetzt habe ich schon die Antwort am nächsten Tag bekommen. Das war sehr, sehr nett von der Pressestelle in der Polizeidirektion in Salzburg. Also ich lese jetzt einfach mal die Antwort vor. Sehr geehrter Herr Reuter, danke für Ihre Mitteilung und der Befassung mit diesem Thema. Ich darf Sie doch primär auf das Militärkommando Salzburg, Kommando und Ergänzungsabteilung in der Schwarzenberg-Kaserne in 5071 Wals-Sitzenheim, ja, Telefonnummer, bla bla bla, Amtsstunden, verweisen. Da die eigentlichen Zuständigkeiten und Verantwortungen für einen Truppenübungsplatz respektive ein militärisches Übungsgelände dort liegen. Desgleichen verhält es sich mit der Entsorgung und Munition und Munitionsbestandteilen. Für etwaige ergänzende Mitteilungen oder Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Hans J. Wolfgruber, Chefinspektor. Also ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, Herr Hans J. Wolfgruber, dass Sie mir wirklich so schnell geantwortet haben. Ja, also ergänzend kann man halt nur sagen, in der Polizeiwache ist mir halt mitgeteilt worden, dass man das eben nicht mitnehmen darf und soll. Natürlich aus Sicherheitsgründen, aber auch sicher aus rechtlichen Gründen und so weiter und so fort. Und dass man einfach halt, jetzt sagt man halt die Polizeidirektion, dass man da das Militärkommando in Kenntnis setzen sollte oder im Notfall eben die Polizei. Okay, ja, mit dem Militärkommando brauchen wir jetzt nicht mehr befassen, weil... Wenn ich da jetzt sage, kramt euer Munition auf, ich glaube, die belächeln mich höchstens nur. Okay, somit sind wir jetzt eigentlich am Ende angelangt von unserem World Cleanup Day Thema, also den Weltreinigungstag. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch noch die versprochene Telefonzelle mit den Büchern, wo man natürlich auch Lebensmittel reinstellen kann, die man nicht braucht oder so und so weiter, oder Spielsachen und so Sachen. Und schauen wir jetzt einfach mal dahin. Ja, und jetzt sind wir genau da, was ich zuerst gemeint habe mit der Büchertankstelle. Ihr seht, da haben wir eine ausrangierte Telefonzelle. Und da können einfach die Leute ihre Bücher reingeben, was sie nicht mehr brauchen. Und jeder, der einen Geschmack findet an ein, zwei oder mehr Bücher, nimmt sie halt wieder was daraus. Also es gibt viele Möglichkeiten,
wie man schaut, dass die Bücher nicht vernichtet werden, weil ich finde, wenn der Strom ausgeht, was haben wir dann von unseren digitalen PDFs? Dann müssen wir doch wieder auf Bücher zurückgreifen. Natürlich, wir können die Steinzeit zurück, der Strom wird uns schon halten bleiben. Aber ein Buch in die Hand zu halten, ist doch noch immer was anderes, als wie an einen starren Monitor zu schauen. Okay, ja, ich habe schon mehrere andere Varianten schon gesehen, dass Leute da Lebensmittel rein dann, wo sie noch zu viel haben, übrig geblieben sind, oder Spülsachen. Und das ist doch eigentlich eine tolle Idee, wie man ausrangierte Telefonzellen wieder reanimieren kann für einen guten Zweck. Okay, dann. Ich wünsche uns halt allen doch einen naturbewussten Umgang und dass wir mit Ressourcen gut umgehen. Dass wir keine obsoleten Waren kaufen, dass alles nachhaltig und qualitativ ist. Und so mit dieser letzten Idee, dieser Büchertankstelle hier, möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht mit dem Günther und mir. Und beim nächsten Mal hoffentlich sehen wir uns auch wieder bei einer neuen Folge von Krypto TV. Dann noch viel Spaß und tschüss.